Percy Jackson, Die letzte Göttin von Rick Riordan. Jetzt sind Percy und seine Freunde gefragt. Ihr Todfeind Kronos holt zum letzten Schlag aus und marschiert auf den Olymp zu, mitten ins Herz von New York. Dabei sind doch die olympischen Götter alle ausgezogen, um gegen das wiedererstandene Monster Typhon zu kämpfen. Gemeinsam mit den Jägerinnen der Artemis und den zum Leben erweckten Denkmälern der Stadt versuchen die jungen Halbblüter, den Sitz der Götter zu verteidigen, aber zu allem Unglück haben sie auch noch einen Spion in den eigenen Reihen. Gut, dass wenigstens eine Göttin im Olymp zurückgeblieben ist. Die letzte Göttin ist im September 2011 erschienen, hat 464 Seiten, kostet gebunden 16,90 € und als Hörbuch 11,99 €. Das Ganze ist der 5. und damit letzte Band der Percy-Jackson-Reihe, von der der erste Band Diebe im Olymp ist. Und das Ganze heißt auf Englisch The Last Olympian. So, ich bin ja schon so ein kleiner Fan der deutschen Cover geworden, auch wenn die amerikanischen echt super toll sind, aber bei diesem letzten Band, naja. Die letzte Göttin ist eigentlich ein ganz guter Titel, zumindest im Vergleich zu The Last Olympian. Allerdings verstehe ich bis jetzt nicht so ganz, warum Rick Riordan das Buch so genannt hat. Es kommt zwar diese letzte Göttin vor und sie hat auch eine entscheidende Rolle zu spielen, aber trotzdem ist das Ganze irgendwie nicht so passend wie noch bei den Bänden davor. Und auf dem deutschen Cover weiß ich nicht mal, wer das da bitteschön drauf sein soll. Die letzte Göttin ist es jedenfalls nicht, sie hat ja einen Bart. So, das fette Finale von Percy Jackson. Ich wusste ja gleich, dass das episch wird. Das Buch beginnt bereits sehr ernst und eigentlich besteht die Handlung hauptsächlich daraus, dass die Halbblüter, oder heißt das so auf Deutsch? Egal. Um das schöne New York kämpfen. Sprich, Krieg! Schön fand ich, dass das Ganze viel ernster geworden ist, aber trotzdem nicht seinen Humor verloren hatte. Einfach die perfekte Balance zwischen Lachen und Weinen sozusagen. Das Ende war einfach grandios. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit gefragt, wie Rick Riordan das mit der Prophezeiung denn nun lösen wird und war einfach begeistert davon, wie es letztendlich geschehen ist. Auch toll fand ich die Entscheidung, die Percy zum Ende des Buches hin treffen muss. Das Ganze vermittelt einfach so viel und ist ein perfekter Abschluss für eine so schöne Buchreihe. Auch gibt es hier bereits den Ausblick auf die nächste Reihe, von der in Amerika ja bereits die ersten beiden Bände erschienen sind, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ein neues Zeitalter ist angebrochen, eine neue Prophezeiung wurde ausgesprochen. Leute, es bleibt spannend. Und was Annabeth und Percy angeht, so gibt es da ganz zum Schluss so eine bezaubernde, einfach wunderbare, mega süße Szene, bei der ich wie ein Honigkuchenpferd am Grinsen war. Einfach super klasse toll. Ich kann es kaum erwarten, alle anderen Bücher von Rick Riordan auch zu verschlingen und das Ganze bekommt 4,5 von 5 Sternen.